und gerade ein wunderbares Sachs rein. Schau mal. Hey, das ist ja wunderbar, das ist grossartig. Habt ihr gewusst, Krieg ist verboten worden? Ja, ist verboten worden. Gut, wenn man es genau nimmt, nicht der Krieg an sich, gell? Als Kampfhandlung, sondern der Begriff Krieg ist verboten worden. Jedenfalls in der Ems-Chemie-Gruppe. Wie eine Recherche von der WOTS aufgedeckt haben, ist die kürzlich ein internes E-Mail an alle Mitarbeitenden gesendet worden. Und dort ist mitgeteilt worden. In der Ems-Gruppe wird intern und extern ab sofort und bis auf Weiteres von Ukraine-Konflikt gesprochen. Das Wort Krieg ist nicht zu verwenden. Ja, das ist aber sehr ungewöhnlich für die Ems-Werk, oder? Und ein bisschen undankbar im Krieg gegenüber. Schlussendlich hat die Firma sehr vom Krieg profitiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat man hochrangige deutsche Chemiker direkt aus der NSDAP und der SS mit Handkuss übernommen, um die Firma in ein modernes Chemiewerk mit bahnbrechenden Produkten umzubauen. Und die hatten natürlich Chemiker nach dem Krieg. Und da sind ganze Reihen von ostdeutschen Chemikern gekommen, die natürlich alle auch eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten. Ja, so nationalsozialistische Vergangenheit. Aber das ist vergangen und somit eine andere Geschichte. Jetzt also knapp 80 Jahre später wird der Begriff Krieg in der Ems-Gruppe verbannt. Verschickt ist das Mail am 14. März wurde, also nur wenige Tage nachdem in Mariupol eine Geburtsklinik bombardiert worden ist. Bombardiert, schwieriges Wort. Bombardiert, schwieriges Wort. Weiss ich, kann man das noch sagen in der Ems-Chemie? Weiss jetzt, bombardiert klingt hart, vielleicht eher perforiert, könnte man perforiert? Ne? Leicht blanchiert vielleicht, könnte man? Ja? Jetzt habe ich es. Nur wenige Tage nachdem in Mariupol eine Geburtsklinik überraschend rückgebaut worden ist. So geht's, oder, würde ich sagen. Abgesendet wurde ist das besagte Mail im Namen von der Führungsspitze, der Nationalrätin und Chemieprinzessin Magdalena Martullo-Blocher persönlich. Warum eigentlich? In Russland wird die Verwendung des Wortes Krieg im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland mit Gefängnis bestraft. Ja, klar. Weil erfunden haben die wunderbare Begriffsumwandlung vom brutalen Angriffskrieg zum süßen Konflikt. Ausnahmsweise mal nicht die Schweizer, sondern im Fall der Ukraine der Pseudozar Putin. Seit Monaten beführt er das Narrativ vom antifaschistischen Kampf gegen ukrainische Neonazis und bezeichnet den Angriff vielfach nicht einmal mehr als Konflikt, sondern nur noch als Entnazifizierung oder Befreiungsaktion. Hm? Gut, bei uns im SRF, die zeigt mir auch, junge Zielgruppe auf digitalen Kanälen mit erfrischenden, provokativen Inhalten ansprechen und meint eigentlich nur Benissimo. Ja? Aber wenn wir schon vom Fernsehen redet, ein Putin treu zur Seite steht der Sender Russia Today, wo nach Eigenangaben über 70 Millionen Menschen weltweit mit seinen ja, Tatsachenbericht erreicht. Unter anderem ja, mit fundierten Meldungen wie der hier. Die ukrainische Armee schießt in der Ukraine anscheinend auf die eigenen ukrainischen Kinder und ist sowieso selber für 85% der Kriegsschäden in der Ukraine verantwortlich. Russia Today passender wäre Pinocchio Today. Apropos Pinocchio, der Generaldirektor von dem Sender und bekannteste Propagandamoderator ist Dmitri Kiseljow, der trägt auch ganz dick auf. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «Зачем нам мир, если в нем не будет России?» Ja, das sind doch nur Prinzipien. Warum braucht sie ganz Welt, wenn es Russland nicht mehr gibt? Gegen solche Statements in der Arena trötzelt Thomas Aschi und seine Freunde richtige Hippies und Steiner-Schüler. Wirklich. Untersuchungen haben ergeben, dass der Dimitri seine Moderationen im Schnitt einmal pro Minute bewusst lügt. Also seine ZuschauerInnen einen regelrechten russischen Bär aufbinden. Army-Kampfjets misst man vielleicht mit Miles per Hour, aber Russia Today Host mit Lies per Minute. Und mit jeder Zauberlüge, die der Propagandas Kiseljow auf Russia Today verbreitet, wächst zwar keine Nase, aber offensichtlich irgendwo im Kreml ein Tisch. Bla bla bla. Gut, einmal pro Minute ein Seich erzählen. Das mache ich ja auch. Ja? Aber bei mir nennt man es eben Jokes und nicht Nachrichten verlesen. Und das hat ja auch genau vor einem Jahr das Ombudspaar endlich einmal anerkannt. Aber die russische Propagandamaschinerie zeigt, man soll nicht immer über die Ombudsleute schimpfen. Eine unabhängige Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man findet, dass der wieder mal zu parteiisch war,
ist auch ein wichtiges Organ in unserer Demokratie. Statt Demokratie gibt es bei Russia Today dagegen nur eine Dimikratie. So hätte Dimitri Kiseljow seine Mitarbeiterin zum Beispiel wissen, dass die Zeit vom unparteiischen Journalismus vorbei und Objektivität sowieso ein Mythos sei. Zusammengefasst, es hat wohl nur einen Dimitri gegeben, aus dem sein Maul noch weniger wahres Zeug gekommen ist. Der hier. Russia Today wird von Medienexpertinnen als regelrechten Manipulationskanal bezeichnet. Weil unabhängig ist Russia Today noch nie gesehen und hat es auch nie wollen sein und will es auch nie sein. 2005 gegründet ist der Sender fest verzahnt im sogenannten russischen Desinformationsökonetz. Eine Reihe von offiziellen Kommunikationskanälen und Plattformen, die der Kreml ganz aktiv nutzt, um irreführende und manipulative Narrative zu schaffen und zu verbreiten. Dazu gehören übrigens auch deutsche, englische, französische und sogar arabische Ableger. Weil Geld ist genug vorhanden. So sind 2020 fast 23 Milliarden Rubel für Russia Today vorgemerkt worden. Immer schön Vollgas nach vorne. Halbierungsinitiative doch nicht bei Russland, bitte. Also, was lernen wir daraus? Kreativer Journalismus kostet anscheinend einiges mehr als guter Journalismus. 23 Milliarden Rubel. Fun Fact, das sind übrigens umgerechnet 21 Franken 30 Rappen und 2 WC-Coupons für den Fressbalken. Nein, natürlich nicht. Da habe ich jetzt gelogen. Habt ihr vielleicht gemerkt, oder? Schön. Das ist ja wichtig, weil das ist auch der Unterschied zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender und Russia Today, wo das Publikum nie genau weiss, ist das jetzt wirklich ernst gemeint, was da erzählt wird. Gut, bei der Pressekonferenz in Bern am letzten Mittwoch haben wir das auch nicht so ganz sicher gewusst, oder? Zugegebenermassen. Aber Russia Today und seine Freunde muss man wirklich ganz genau zweimal am besten hinschauen. Da wird ernsthaft über angebliche Riesen-Ostereier mit Hakenkreuzbemalung in Kiew berichtet, mit dem die Ukrainer, alles Neonazis natürlich, ein arisches Auferstehungsfest feiern. Es wird munter behauptet, Amerika greife Russland ununterbrochen mit Klimawaffen an. Und in Dänemark hätte die Regierung ein Bordell für so viele eröffnet. Waschi, bist du? Aber. Schön auch der Beitrag über den Godfather of Brexit, Nigel Farage, der auf Russia Today von der Queen zum Ritter geschlagen worden ist. Don't hurt me. Well, thank you. You are now Sir Nigel Farage. Ja, okay, das war jetzt wirklich Comedy. New Thing hat die einzige Satire-Sendung auf Russia Today geheißen. Produziert wurde ist sie von einem jungen britischen Team in England, wo ihren Job auch wirklich richtig gut gemacht haben. My mummy says you hate foreigners. No, no, little girl. No, 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 no. You're not supposed to say that. That's very naughty. Ja, und wahrscheinlich auch genau deswegen ist dann die Sendung nach knapp 2 Jahren wieder abgesetzt worden. Dafür ist dann gerade die Dame auf dem Bildschirm erschienen, die neue Chefredakteurin Margarita Simonyan. Ihre Pläne mit Russia Today hat sie von Anfang an klar und sehr unsatirisch geäussert. Es geht darum, einen Kanal zu schaffen, an den sich die Leute gewöhnen. Und im Ernstfall zeigen wir ihnen, was nötig ist. Wow, ja, da ist sie. Margarita Simonyan und Freunde nennt man sie auch Nathalie Waffler. Zeigen, was nötig ist. Und genau das wird auch seit dem Angriffskrieg, seit den ballistischen Liebesgrüße aus Moskau, ununterbrochen auf Russia Today vermittelt. Gern auch von der Chefredakteurin persönlich und vor euphorischem Live-Publikum. За наших ребят, которые сейчас сражаются с этой нечистью, за сбережение жизни мирных людей, за нашу Россию. Puh, das ist schon deftig. Da muss sogar die Chefin Ems Chemie laut ausrufen. Ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Wie also soll der Westen mit dieser Flut von primitivsten, aber effektiven Fake News umgehen? Die EU hat im Rahmen von ihren Sanktionen gegen Russland einen radikalen Schnitt gemacht und Russia Today bis auf weiteres die Sendelizenz entzogen. In der Schweiz hat der Bundesrat ja anders entschieden. Der Bundesrat schreibt, auch wenn es sich bei diesen Kanälen um Werkzeuge der gezielten Propaganda und Desinformation durch die Russische Föderation handelt, ist der Bundesrat der Meinung, dass es wirksamer sei, unwahren und schädlichen Äußerungen mit Fakten zu begegnen, anstatt sie zu verbieten.
Ja, so kann man es natürlich auch machen. Der Ex-Kindergärtner weiss natürlich, Märchen muss man auch nicht unbedingt verbieten. Sondern man kann ja dem Kind erklären, dass es Rumpelstilzli, die Böskönigin und den Märchenprinz nicht wirklich gibt. Nur im Fernsehen. Also, Obacht! Nicht verwechseln. Das hier. Das ist ein grosses, wahnsinniges Unternehmen, das Fantasy-Geschichten für die ganze Welt produziert. Hingegen das hier. Das ist ein grosses, wahnsinniges Unternehmen, das Fantasy-Geschichten gegen die ganze Welt produziert. Und ob die eigenartigen Weisungen per Mail aus der Teppichetage von der Ems-Chemie auf reiner Fehlinformation durch Russia Today oder etwa doch nur auf eiskalte Berechnung und Gewinnmaximierung basieren, kann jeder für sich selber entscheiden. Überhaupt selber entscheiden. Eigenverantwortlich. Ja? Eigenverantwortung, vielleicht kann man die ja auch mal auf die persönliche Informationsbeschaffung übertragen, oder?